Moin, ich wollte mich heute mal mit der Geschlechtsbestimmungsmethode bei Kornnattern des Schuppenzählens beschäftigen und euch mal zeigen, wie das so funktioniert. Vorab sei gesagt, keine Geschlechtsbestimmungsmethode bei Kornnattern oder generell bei Schlangen ist hundertprozentig sicher. Das heißt, Weibchen oder als Weibchen bestimmte Tiere können sich im schlechtesten Fall jederzeit immer noch als Männchen entpuppen. Das heißt, solange sie keine Eier gelegt haben, ist das Geschlecht nie zu 100% sicher. Wenn man aber mehrere Methoden anwendet und jedes Mal aufs gleiche Ergebnis kommt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig ist, auch wird dann immer größer. Das heißt, die Schuppenzählmethode ist eine weitere Methode neben dem Evertieren, also dem sogenannten Poppen, oder bei größeren Tieren dem Sondieren. Und ist vor allen Dingen für das Tier absolut stressfrei, weil wir dafür nicht das Tier selber, sondern nur eine intakte Haut benötigen. Ich habe jetzt hier die Haut einer ungefähr halbjährigen jungen Kornnatter und ich filme das Ganze durch eine Vergrößerungslupe mit Beleuchtung. Zum einen kann ich so besser gucken und zum anderen könnt ihr besser sehen, was ich mache. Und insofern werde ich euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also, wir haben hier die Bauchseite der Haut mit den Bauchschuppen. Und das Erste, was wir tun müssen, ist, die Bauchschuppen zu zählen. Dazu mache ich das ganz einfach. Ich fange an und mache bei jeder 10. Schuppe einen kleinen Punkt mit dem Filzstift. In dem Fall habe ich jetzt so einen CD-Stift, was wasserfest ist, damit man es nicht versehentlich verschmiert. Und so gehen wir jetzt durch die Bauchschuppen durch. Ich fange einfach mal an. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das muss ich gerade mal selber gucken, weil ich hier so halb am Handy vorbeischiele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Man kann das Ganze natürlich auch mit bloßem Auge machen. Bei großen Kornnattern überhaupt gar kein Problem. Da sind die Schuppen so schön groß. Das kann man alles wunderbar sehen. Bei ganz kleinen Babys, also gerade auch bei frisch geschlüpften, ist das natürlich ein bisschen mühsam. Und nicht immer sind die Häute so wahnsinnig schön wie hier. Also manchmal ist das auch einfach so ein bisschen ja, verknüllt. Von daher ist das manchmal dann so ein bisschen Friemelarbeit. Geht aber auch ohne Lupe. Ist natürlich so nur wesentlich angenehmer. So, weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ups, jetzt habe ich mich verzählt. Moment. Wie gesagt, ich schiele hier so ein bisschen am Handy vorbei, deswegen sehe ich das leicht unscharf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. So, bei 100 mache ich zwei Punkte, um einfach eine bessere Markierung zu haben. Also 10er Schritte ein Punkt, 100er Schritte zwei Punkte und fange dann wieder an bei 10. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Hier ist die ein bisschen gerissen, die Haut, aber das geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Manchmal verdreht sich die Haut auch so ein bisschen doof, dann muss man die einfach. Deswegen halte ich sie immer mit zwei Fingern, einmal oben, einmal unten, damit ich so ein relativ gerades Stück dann habe und schiebe sie mir einfach immer weiter. So, jetzt weiß ich noch nicht genau, wo ich war. 1, 2, 3, bei 40 war ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. Dieses Tier soll übrigens ein Weibchen sein. Ich gehe auch davon aus, weil sie per Durchleuchten, also das ist ein sehr helles Tier, und per Durchleuchten als Jungtier waren absolut keine Hemipenisse zu sehen und auch mehrfaches Poppen hat immer keine Hemipenisse hervorgebracht. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich ein Weibchen ist, recht groß. Aber ich prüfe das trotzdem immer ganz gerne zusätzlich noch, weil jede Methode zusätzlich ja, ist eine Methode mehr.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, war ich jetzt bei 80, genau. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 200. 1, 2, jetzt wird es nämlich schon spannend, weil häufig kann ich schon anhand der Anzahl der Bauchschuppen abschätzen, ob es tatsächlich ein Weibchen sein wird oder nicht. Denn wenn ich über 230 komme, bei den Bauchschuppen schon, dann ist es meistens tatsächlich ein Weibchen. Wenn ich so im Bereich 225 bin, dann kann ich eigentlich schon fast abschätzen, dass es wahrscheinlich ein Männchen sein wird. Aber ich zähle trotzdem dann auch nachher die Schwanzschuppen noch, weil das zeige ich euch gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Beim Ende ist wichtig, dass dieses geteilte Analschild, das ist hier so eine große Schuppe, die einmal in der Mitte geteilt ist, die gehört noch mit zu den Bauchschuppen. Die muss also da oben noch mitgezählt werden. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2 und die große 3. Das heißt 233 Schuppen. Dann nehme ich mir hier mein Handy. Oh, das sieht ganz schön groß aus. Ist übrigens ziemlich zerkratzt, das Display wird noch ausgetauscht. was habe ich jetzt gesagt? 200. Was hatte ich gesagt? 33? Ja. 233 minus. Ich stelle mir das immer direkt ins Handy schon, damit ich die Zahl gar nicht erst vergesse. Man kann sie natürlich auch aufschreiben. Irgendwo. Und das nachher natürlich auch im Kopf ausrechnen. Gar kein Problem. Aber ich habe immer mal ganz gerne mein Handy dabei liegen, schreibe mir das direkt dann in den Taschenrechner und dann brauche ich das nachher nur noch umrechnen. Denn jetzt kommen die Schwanzschuppen. Und zwar, die Schwanzschuppen fangen direkt unterhalb der Kloake an. Das sind zwei geteilte Schuppen, also im Prinzip ähnlich wie die Bauchschuppen, nur dass die einmal, also dass die kleiner sind und in der Mitte eine Teilung haben. Also es sind quasi zwei Reihen an Schuppen. Und hier ist wichtig, dass eine Reihe gezählt wird, also nicht alle Schwanzschuppen. Ich versuche das mal ein bisschen zu zeigen. Hier kann man das ganz gut sehen. Eine Reihe von diesen Schwanzschuppen wird gezählt. So, fangen wir mal an. Die sind natürlich jetzt ein bisschen kleiner, deswegen ist das ein bisschen schwieriger noch zu sehen. Also hier oben ist eine ganz kleine noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Eins, jetzt wird es immer kleiner und immer schwieriger zu halten. Ich hoffe, ihr könnt das alles so sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das ist so ganz an der Kante da. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 69. Und dann kommt so eine Endkappe. Die wird auch nicht mitgezählt. Also so ganz einig ist man sich da irgendwie anscheinend nicht, aber die meisten Leute zählen sie wohl nicht mit, deswegen zähle ich sie auch nicht mit. Also 69, so. Das heißt, wir nehmen uns jetzt wieder die Anzahl unserer Bauchschuppen und ziehen die 69 davon ab. Und dann kommen wir, wo ist mein Gleichheitszeichen da? Dann kommen wir auf ein Ergebnis von 164. So, und mit 164 ist dieses Tier eigentlich im Bereich, wo man sagen kann, es ist ein sicheres Weibchen. Wie gesagt, 100% Sicherheit gibt es nie. Aber alles ab 161 aufwärts oder 161, 162 aufwärts kann eigentlich als Weibchen, als relativ sicheres Weibchen gewertet werden. Alles, was unter 161 liegt, bis zum Bereich von ungefähr 154, 155, ist so der Grauzonenbereich. Das heißt, auch in den höheren Bereichen, also sagen wir mal 159, 160 oder sowas, kann es auch immer noch ein Männchen sein. Je weiter es nach unten geht, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Weibchen ist. Und so im Bereich 154, 155 eigentlich kann man davon ausgehen, spätestens, dass es dann tatsächlich ein Männchen ist. Aber ja, also
Ich hatte Weibchen bisher, also sichere Weibchen bisher, nie unter 163, hatte dagegen aber schon mal ein Männchen mit 160. Also ja, von daher, das ist dann so ein bisschen vage, aber alles über 161, 162 ist mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch tatsächlich ein Weibchen. Wenn man natürlich im Grauzonenbereich liegt, gut, dann hilft die Methode leider relativ wenig, weil es dann eben beides sein kann. Aber wenn man es zusätzlich zu weiteren Methoden anwendet, wie eben, wie gesagt, Evertieren oder Sondieren beispielsweise, dann kann man sich da einen ganz guten Überblick verschaffen. Und je mehr Methoden man zusammensammelt, und je mehr Ergebnisse man bekommt, desto größer ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass man auch das Geschlecht relativ sicher abschätzen kann. Ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, das Video hilft euch so ein bisschen zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und was mit Schuppenzählmethode gemeint ist, wenn davon irgendwo im Internet die Rede ist. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren.